Wenn die Paperworld und die Arbeitsgemeinschaft der Hersteller und Verleger von Glückwunschkarten zum jährlichen Designwettbewerb aufrufen, lassen sich die Studenten nicht lange bitten. Zeig's uns, heißt das Motto, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein Tisch voller kreativer, frischer und zukunftsorientierter Ideen, eben genauso wie die Paperworld. Zu unserem 11. Designwettbewerb haben wir über 500 Einsendungen bekommen von über 300 Kreativen aus ganz Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum. Und sensationell sind wieder mal die Themen. Viel Liebe und Freundschaft, und speziell die Freundschaft ist ein sehr eingehendes Thema aufgrund der Wertschätzung, die mit einer Glückwunschkarte, Grußkarte rübergebracht wird. Auf der einen Seite haben wir diese Vielfalt, wir haben eben diese verschiedenen Ansätze, wie Grußkarten realisiert werden, und ich denke, das spiegelt unheimlich gut die Paperworld wieder mit ihren verschiedenen Ansätzen und dem breit gefächerten Angebot. Die hochkarätige Jury, bestehend aus Vertretern von Branchenmedien, Grußkartenverlagen, Design und Handel, weiß, auch und gerade in Zeiten von WhatsApp und Facebook, um die Marktrelevanz der Grußkarten. Die Grußkarte ist selbstverständlich noch ein großer Magnet im Handel. Und das für mich Entscheidende ist, ist es eine Karte, die auch zum Stil des Unternehmens passt. Die Vorauswahl von 10 Finalisten hat die Jury gefunden. Über die Gewinnerkarte entscheiden aber Sie, die Besucher der Paperworld. Kommen Sie zur Paperworld, besuchen Sie das Café Card und stimmen Sie ab, wer letztendlich die 3 Preisträger sind. Sie können das aber auch gerne vorab schon im Internet machen. Es wird einen Facebook-Liebling geben. Gehen Sie auf unsere Seite und wählen Sie den Facebook-Liebling vorab. Die Paperworld ist die PBS-Business-Plattform. Vom 25. bis zum 28. Januar 2014 präsentiert sie Sonderschauen, Preisverleihungen, junge Talente und internationale Aussteller. Kurzum, die Highlights der Branche. Und ich kann Sie nur einladen, kommen Sie nach Frankfurt, schauen Sie sich die Innovationen an. Ich freue mich auf Sie.